Heute begegnen wir Wildschweinen hautnah, erfahren, welche Schokolade Männerherzen wirklich höher schlagen lässt und ob die Salzburger Lokalbahn auch schon vor über 100 Jahren elektrisch unterwegs war. Ich bin gerade bei der Remise der Salzburger Lokalbahn und da gibt es nicht nur moderne Züge, sondern auch richtige Oldtimer. Du, ich habe jetzt da zwei alte Triebwagen. Warum hat man sowas überhaupt noch in der jetzigen Zeit? Es gibt genug Leute und auch vor allem die kleinen Kinder die Faszination Eisenbahn. Mit den Triebwagen, wenn man mit denen auf der Stammstrecke öffentliche Fahrten durchführen, fahren die Kinder recht gern mit, stehen vorne beim Lokführer, können den Lokführer 1-2 über die Schulter schauen. Und so erhält man sich halt ein bisschen eine Eisenbahngeschichte und ein bisschen eine Geschichte von der Salzburger Lokalbahn. Das ist die bayerische Version, weil die Lokalbahn ist ja früher bis nach Berchtesgaden und dann Königssee ausgefahren und war Teil von der kaiserlich-königlichen bayerischen Staatsbahn. Und die sind im Grün gehalten worden. Es gibt dasselbe Modell auch in Rot. Das ist die sogenannte rote elektrische, das ist die Ursprungsvarianten von der Lokalbahn. Was ist jetzt so die größte Herausforderung an solchen alten Triebwegen? Ja, es ist lebendige Technik. Man muss aufpassen, wie man es fährt. Natürlich das Fahrzeug schonend behandeln, weil ja die Fahrzeuge schon etwas in die Jahre gekommen sind und man nicht mehr alle Ersatzteile kriegt. Man muss sie separat selber bauen bzw. Sonderanfertigungen bestellen. Bei den nostalgischen Triebwegen hat man noch einen Fahrschalter, sprich das, wo man dem Motor Strom zuführt. Und da muss man auch genau aufpassen, wie viel Strom das er kriegt, dass er nicht zu viel bekommt. Das heißt, sogar diese Triebwegen sind schon mit Strom betrieben? Diese Triebwegen sind auch mit Strom betrieben. Da hinten, dahinter uns der Grüne, das ist Baujahr 1908. Somit fährt die Lokalbahn seit, sage ich mal, dem gesamten 20. Jahrhundert mit Elektrotriebwegen. Dann würde ich noch kurz reinschauen. Sicher schon. Auch das Interieur ist noch original erhalten. Der Nostalgiezug ist schon was ganz Besonderes. Für mich geht es jetzt weiter nach Wildshut, aber mit der normalen Lokalbahn. Wie die Nostalgiezüge fahren auch die modernen Züge mit Strom der Salzburg AG. Hier in Wildshut bedeckt an diesem Herbsttag noch eine Nebeldecke die Landschaft. Aber der Hopfen ist reif und die Mitarbeiter sind schon fleißig an der Arbeit. Da beim Stiegelgut Wildshut wird heute gerade der Hopfen geerntet. Das da hinter mir ist die Hopfenpflückmaschine. Und das da ist der Hopfen. Und die Hopfenpflückmaschine, die rebelt die Blüten von den Reben ab. Die beiden Braumeister Sebastian Essel und Markus Trinker nehmen die diesjährige Ernte ganz genau unter die Lupe. Markus erklärt mir dann auch, worauf es beim Bierbrauen ankommt. Das sind die Malze, die Malzmischung für die Männerschokolade, die wird jetzt dann braut, besticht mit Schokoladennoten und mit leichten Mokkanoten. Es ist eine Interpretation eines Stout-Bieres. Und dafür verantwortlich sind die Röstmalze drinnen. Das machen wir mit unserem laufenden Landweizen. Das heißt, der wird bei hohen Temperaturen geröstet. Es entwickeln sich da Schokoladennoten, Mokkanoten, auch die Farbe entwickelt sich da. Wo kommen eigentlich eure Rohstoffe her? Draußen auf unseren Äckern wird das angebaut. Es sind ausschließlich Urgetreide und aktuell haben wir gerade eine wunderbare Ernte hinter uns. Das Getreide wird dann auch direkt vor Ort weiterverarbeitet. Wir haben eine eigene kleine Mälzerei und da machen wir dann die unterschiedlichen Malzen aus den unterschiedlichen Getreiden. Da ist jede Menge Spielraum für uns und da können wir dann auch unsere Biere so kreieren, wie wir es brauchen. Ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, karamellig oder auch eben schokoladig und röstig. Da drinnen im Malzrumpf, da sind die ganzen, laut Rezeptur, die ganzen Malze kommen da zusammen und die werden dann zerkleinert zum sogenannten Schrot und dann da drüben in unserem Sudhaus, in unserer Maischepfanne eingemischt. Ja, das ist eine kleine 10 Hektoliter Brauanlage, die wir da haben und da drinnen in der Maischepfanne, da ist jetzt das geschrotete Malz und vermengt mit Wasser. Das riecht jetzt schon ganz speziell, gell? Ja, das riecht jetzt schon sehr intensiv, so ein bisschen nach Biskuit, nach Schokolade, nach Mokka. Riecht unwahrscheinlich gut. Ja. Also das ist auch der Geruch, wo man dann einmeischt in der Früh als Brauer. Das ist so der erste tolle Geruch und den hat man dann jeden Tag in der Nase. Und da drinnen arbeiten jetzt die Enzyme und die Enzyme bauen die Stärke ab im Malzzucker. Das passiert unter Einhaltung von unterschiedlichen Temperaturrosten und das dauert so circa 2 Stunden. Und dann schmeckt es honigsüß, beziehungsweise natürlich, da kommen dann schon diese Kakao- und Kaffeenoten massiv durch. Und das ist dann auch wieder die Basis für die Gärung, ja, weil zuerst kommt Stärke zum Malzzucker und dann der Malzzucker wird dann von der Hefe verstoffwechselt zu Alkohol und Kohlensäure.
Bis das aber passiert, sind es noch einige Arbeitsschritte. Zuerst die Trennung von festen und flüssigen Bestandteilen. Die Flüssigkeit kommt wieder zurück in die Sudpfanne. Überbleibt da die Treber, die wird dann verfüttert an unsere Kühe. Dann wird das Ganze gekocht. Beim Kochen kommt dann erst der Hopfen dazu. 2-3 Hopfengaben, je nachdem. Und zum Schluss vom Kochen überprüft dann der Braumeister die Stammwürze. Das ist quasi, wie viel Zucker gelöst ist. Und je mehr Stammwürze man hat, desto mehr Alkohol hat man letztendlich dann auch im Bier. Man braucht aber ein bisschen Geduld. Bier braucht Zeit. Und in unserem Fall, nach 4 Wochen, haben wir dann ein gutes Bier. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Jetzt verkosten wir noch das Wurmherzen, unser saisonales Bier. Schwemmt jetzt natürlich ein bisschen. Also direkt aus dem Tankgasser, wir sind noch nicht getrunken, das Bier. Ja, das darf der Braumeister öfter oder das muss der Braumeister öfter. Ja, es ist, ja. Beim Bierbrauen ist es wichtig, natürlich das Produkt immer unter Beobachtung zu haben. Einerseits vom Labor her, von den Analysenwerten her, aber was ganz, ganz wichtig ist, ist die Sensorik. Und zwar, was ein der Gaumen und die Zunge verrät, das ist ganz entscheidend. Das ist jetzt unser Urmerzen, ein bayerisches Merzenbier. Es hat eine wunderschöne Bernsteinfarbe, wie man das sieht. Etwas stärker, malzig im Duft. Ein wunderschönes Bier. Nach dieser Stärkung bin ich bereit für mein nächstes Abenteuer. Mit der Salzburger Lokalbahn fahre ich retour Richtung Salzburg bis nach Antering. In der Nähe von der Lokalbahnstation ist die Anteringer Au. Da gibt es Wildschweine, die besonders gerne in der Dämmerung rauskommen. Und ich bin gespannt, ob wir da heute welche vor die Linse bekommen. Die Kamera von Fotografin Hannelore Kirchner hat schon so manche Wildtiere festgehalten. Hannelore legt sich in ihrer Freizeit öfters auf die Lauer. Heute kann ich sie dabei begleiten. Hast du schon was erwischt oder tust du Kamera testen? Ich hab heraus so einen Zaunschwein eben erwischt, steht da vorne, da drinnen ist schon. Ah, ja, okay. Oh mein Gott, der geht da mitten am Weg. Der geht mitten am Weg? Der ist auch nicht scheich, Wahnsinn. Ja, der ist da daheim, der darf. So. Die Radlfahrer sind außen vorbei, die Fußgänger, der darf das gewohnt sein und genießt dort sein Abendmahl und sein Revier. Und in das wagen wir uns jetzt auch, in der Hoffnung, auch ein paar seiner Gefährten im Abendlicht vor die Linse zu bekommen. Weil sieht uns nicht, solange wir uns nicht bewegen, oder? Wie ist das? Die Wildschweine sehen ganz wenig, riechen ganz gut. Ich weiß schon, dass wir da sind. Worauf muss man aufpassen? Kann der uns was tun? Der kann uns sehr wohl was tun. Also der ist da daheim. Sobald dass der uns nicht gefällt, dass wir da sind, müssen wir ganz langsam zurückgehen, ganz ruhig bleiben. Am besten wo aufgehen. Jetzt darf ich auch schon fast ein bisschen zurückgehen. Wir kommen jetzt schon verdächtig nach. Vorsicht ist immer gescheiter. Jetzt geht er wieder da um, jetzt können wir gut vorbeigehen. Jetzt hat er uns am Platz lassen. Und es sind heute noch mehr Wildschweine unterwegs. Eine ganze Familie im Sonnenuntergang. Was man braucht, ist halt viel Zeit, gell? Weil es kann sein, dass du mal nichts siehst. Und dann kann es sein, dass du voll das Glück hast. Für das perfekte Bild braucht man hier im Wald Glück, Ruhe und den Finger im richtigen Moment am Auslöser. Ich muss schnell sein, gell? Weil bis ich fokussiert habe, kann es sein, dass die schon wieder weg ist. Aber wenn es so ist wie jetzt, dass es auch gut schmecken lässt und das ganz egal ist, ob wir da sind oder nicht, da haben wir beide Zeit. Das war schon lieb, oder? Die sind da daheim, gell? Das merkt man. Und wenn man dann richtig Zeit hat, dass man in den Wald reingeht und ruhig bleibt und spürt und hört, dann kommen wir richtig runter. Und ich habe mir nie gedacht, dass mir die Ruhe so gut tun kann.